Hallo Leute, hier ist Garten mit Rendite, hier geht mal richtig die Hummel ab. Hier tanzt der Schmetterling von Blüte zu Blüte. Und es gibt Freipollen für alle. Und jetzt kommt der Film, viel Spaß. Ja, da kommen wir jetzt mal zu den Kiwis oder Mini-Kiwis. Actinidia aguda werden die genannt. Jetzt sind wir hier bei der Sorte Red Jumbo. Da habe ich zum ersten Mal Früchte dieses Jahr. Die Pflanze ist jetzt das dritte Jahr alt. Ja, und da habe ich jetzt hier bloß ein paar Kostproben. Ja, die Früchte, die sind ziemlich groß, wenn ich das jetzt mit den anderen Sorten vergleiche, die letztes Jahr schon die Früchte hatten. Also das ist wirklich eine sehr großfruchtige Sorte. Ja, die Mini-Kiwi allgemein, die machen sehr lange Ranken. Im ersten Jahr vielleicht dann nicht so, aber dann später, wenn die eingewachsen sind, dann schießen die richtig lange Ranken raus. Ja, die Mini-Kiwi, die könnte schon 3 Meter auseinander gepflanzt werden. Aber ich bin ja hier kein Obstbauer. Mir reicht das auch, wenn ich die Hälfte ernte und die dafür mehrere Sorten habe. Hier haben wir jetzt die Sorte Julia. Die hängt übervoll mit Früchten. Schon im zweiten Jahr, also ein Jahr nach der Pflanzung, hat man schon richtig viele Früchte dran. Aber die sind halt deutlich kleiner als beim Red Jumbo. Dafür produziert Julia richtig viele Früchte. Also die hat eher viele Früchte, viele kleine anstatt wenige große. Und das ist auch für Gärtner geeignet, die es nicht abwarten können mit der ersten Ernte. Also die produziert schon im zweiten Standjahr die Früchte. Vorausgesetzt, ihr habt ein Männchen, aber da kommen wir dann noch später dazu, wie das mit der Befruchtung abläuft. Da gibt es ja nur eine Sorte, die Isai, die wirklich ja, Früchte hervorbringt, auch ohne Männchen. Aber das erkläre ich euch dann später noch. Die Früchte, die reifen so ungefähr Anfang Oktober. Da kann man ruhig mal mit dem Finger ein bisschen drücken, wenn die weich sind. Da kann man die schon mal probieren, ob die gut sind. So, jetzt kommen wir mal zu der Sorte Waiki. Die ist ja auch relativ geläufig und bekannt. Das sind die Früchte, die sind auch schon deutlich größer als wie bei der Julia. Dafür sind es halt auch weniger. Die hat jetzt das erste Mal die Früchte im dritten Standjahr. Ich denke mal, die Waiki, die ist auch ein bisschen ein Spätstarter. Also es kann schon ein paar Jährchen dauern, bis die mal richtig in den Ertrag kommt. Man sagt ja generell, bei Kiwi soll man sich mal 4-5 Jahre gedulden, bis da richtig groß Ertrag dran ist. Also die Mini-Kiwi, die sind hier in Deutschland absolut frostsicher, also frostfest. Unser Garten, der liegt hier auf 720 Höhenmeter. Und hier ist noch nichts erfroren, also die sind absolut winterhart, da muss man sich echt nicht sorgen. Das einzigste Problem, was die haben, das ist, wenn der Austrieb im Frühjahr stattfindet und wenn dann nochmal ein Spätfrost kommt, dann kann es passieren, der Austrieb, der wird schwarz und stirbt ab. Wenn die Pflanze mal von einem Spätfrost heimgesucht wird, da muss man sich keine Sorgen machen, die treibt auf jeden Fall wieder aus. Aber das Problem ist halt, wenn der erste Austrieb, wo die Blütenanlage drin ist, wenn der dann geschädigt ist, kann es sein, dass dann Anfang Juni, wenn die Blüte stattfindet, dass dann nicht mal so viele Blüten oder vielleicht sogar gar keine Blüten mehr gebildet werden, weil die halt in der Anlage vom ersten Austrieb drin waren. Also ich denke mal, auch wenn man da Spätfrost zuschlägt, da wird man trotzdem immer so eine kleine Ernte wird man immer haben. Also habt ruhig Mut und pflanzt die Kiwis an. So, hier haben wir jetzt mal eine Sorte, das sollte eigentlich die Ananas Naya sein. Aber das ist eine männliche Pflanze. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil man das ja erst nach 3 Jahren festgestellt hat. Da hat scheinbar der Züchter irgendwas vertauscht. Also ich habe die hier streng nach Plan gepflanzt. Aber wie gesagt, das ist eine männliche Pflanze. Das zeige ich euch dann später mal an der Blüte, wie man das erkennen kann, was männliche und was weibliche Blüten sind.
Ja, das ist einfach ärgerlich. Nach 3 Jahren wartet man so lange und dann sieht man, dass es ein Männchen ist, ne? Also echt ärgerlich. Ich werde einfach die 2 Weibchen links und rechts davon, die werde ich einfach da reinwachsen lassen und das Männchen, das werde ich stark zurückschneiden. Vielleicht mache ich es dann irgendwann ganz weg, das muss ich mir nochmal überlegen. Ja. Ich habe die Mini-Kiwi auch beim Züchter gekauft, also ich habe die nicht hier aus dem Supermarkt um die Ecke hier irgendwo im Sonderangebot erworben. Das ist wirklich von einem Züchter. Deswegen ärgert mich das umso mehr, dass das jetzt ein Männchen ist. Hier seht ihr jetzt nochmal die Sorte Red Jumbo. Da waren wir ja vor uns schon mal hier. Ja, die Pflanzen, die bilden dann wirklich lange Peitschentriebe, also die wachsen dann richtig lose. Im ersten Jahr war das noch gar nicht so zu sehen, da hat man um jeden Zentimeter, was die wachsen, gebangt. Und dann jetzt nach 3 Jahren, da schießen die wirklich so richtig raus. Hier seht ihr nochmal die Früchte, das sind ja erstmal bloß Kostproben, aber wenigstens ein bisschen was dran. Ich denke mal, die werden dann die nächsten Jahre dann richtig loslegen. Na, da freue ich mich echt schon drauf. Die Mini-Kiwi, die brauchen auf jeden Fall eine Kletterhilfe. Bei mir ist das ja auch nicht ganz so optimal gelöst. Die Profis, die bauen das ein bisschen anders an. Aber mir reicht das völlig, wenn ich hier 1 Kilo pro Pflanze ernte. Ich habe ja 10 Weibchen. Da habe ich dann schon mal 10 Kilo Früchte im Oktober. Wer soll denn das alles essen? Die Profis, die ernten da bis zu 10 Kilo pro Pflanze. Wenn ich mit meinen Pflanzen das perfekt anbauen würde, dann hätte ich ja 100 Kilo Kiwi. Wer soll das essen? Das ist ja Wahnsinn. Hier haben wir jetzt die Sorte Ken's Red. Die ist auch relativ geläufig. Die kann man schon auch beim guten Gärtner finden. Ja, das Laub generell von den Kiwis oder von den Mini-Kiwis. Das ist überhaupt nicht anfällig für Läuse oder Krankheiten. Also die haben richtig gesundes Laub. Da ist eigentlich nichts dran. Also ich kann da jetzt nichts finden. Wenn man denen einen guten Boden bietet, da wachsen die richtig gut, ne? Die brauchen es halt leicht, feucht. Also wenn die auf so einem trockenen Standort, das mögen die gar nicht. Das kann ich dann nochmal später zeigen. Hier seht ihr nochmal von der Ken's Red, was die für eine riesen Austriebe hat oben, also die haut fast 2 Meter lange Tentakel da oben raus, das ist ja echt der Wahnsinn. Das muss ich da mal zurückschneiden. Die Früchte, die sind auch sehr groß von der Ken's Red. Aber wie gesagt, hier sind alle Angaben ohne Gewähr. Wir werden es bei der Ernte sehen dann, Leute, ob das wirklich die richtigen Sorten sind. Also wenn ich hier noch mehrere Nieten dabei habe, die nicht die Sorten sind, dann muss ich mich wirklich mal beschweren, also das geht ja gar nicht. Da wartet man 3 Jahre, ne? Also das ärgert mich echt. Aber ich hoffe mal, dass alle Sorten die Sorten sind, die ich bestellt habe. Ja, und hier seht ihr nochmal das Laub, also das ist wirklich völlig gesund, da ist nichts, keine Laus, nichts angefressen, 100% gesundes Laub. Da gibt es keine Probleme bei den Kiwis. Hier drüben, das ist die Sorte Bingo. Da habe ich leider jetzt keine Früchte dran, also im dritten Jahr immer noch keine Früchte. Da merkt ihr schon, also man muss sich bei den Kiwis schon ein bisschen gedulden. Die richtigen Erntemengen, die setzen dann im vierten, fünften, sechsten Jahr erst ein. Mit der Sorte Julia vom Anfang, die fruchtet schon schnell, aber die anderen Sorten, die lassen sich schon ein bisschen Zeit. Die vielen Sorten bei den Kiwis, die schmecken ja schon ziemlich ähnlich. Das ist halt wie bei den Kirschen. Da sticht jetzt keiner raus mit dem super, mega, super Geschmack. Also im Prinzip sind alle lecker, ne? Das ist eher so eine Formsache oder ein optischer Anreiz, dass man mal eine andere Frucht hat. Die eine ist ein bisschen rund, die andere ist länger gestreckt und die eine ist groß und die andere ist ein bisschen kleiner. Aber geschmacklich sind alle gut. Hier seht ihr nochmal die Blätter von der Mini-Kiwi, die sind völlig gesund, da ist nichts, keine Laus, nichts ist dran, kein Pilz. Ich denke mal am Bio-Anbau, da sind die bestimmt auch beliebt, da muss man nichts spritzen oder irgendwas gegen Läuse, Pilze, Krankheiten. Ich weiß nicht, ob die Krankheiten aus der Heimat, wo die Kiwi herkommt,
ob es da Krankheiten gibt, ob die vielleicht dann mit der Zeit dann auch zu uns nach Deutschland kommen. Das müssen wir mal abwarten, aber bis jetzt ist hier überhaupt nichts. Die sind kerngesund. Man muss echt nichts machen. Vom Dünger her, ich habe hier noch nicht groß gedüngt. Ich habe ein bisschen Langzeitdünger mal im Frühjahr reingemacht. Aber ansonsten habe ich hier noch nicht viel gedüngt. Später, also nächstes Jahr, da werde ich hier mal ein bisschen Mist einarbeiten. Na, was heißt einarbeiten? Also man muss ein bisschen aufpassen, weil die Kiwi, oder die Mini-Kiwi ist ein Flachwurzler. Da darf man die Wurzeln, die flach unter der Erde verlaufen, nicht beschädigen. Aber mit Mist, dann darf man es auch nicht übertreiben. Nicht, dass man dann bloß eine gigantische Laubwand hat und ohne Früchte, ne? Also zu viel Stickstoff ist dann schon auch nicht gut, denke ich mal. Ja, jetzt gehen wir mal zu einer Stelle, wo die Kiwis nicht gut wachsen. Das ist hier vorne am Parkplatz. Der Parkplatz, der ging früher ganz bis an den Rand, bis ich das Spalier gebaut habe. Und darunter war richtig verdichteter Boden. Und hier wächst es überhaupt nicht, ne? Bei dem vorderen Männchen, das ist ja zum glücklicherweise ein Männchen, ne? Da habe ich sogar ein bisschen überdüngt. Da wollte ich es ein bisschen ausreizen und das Wachstum erzeugen. Der zweite, das ist der Cherry Bomb. Der wächst auch nicht so gut. Dann haben wir hier den Fitberry Jesse. Der wächst halbwegs gut. Hier sind ein paar Früchte dran. Die sind ein bisschen größer als wie bei der Julia. Auch haben die ähnliche Farbe und Form. Ja, und ganz hier vorne, da haben wir nochmal einen Ken Thread. Der da vorher stand, den habe ich umgesetzt. Der ist da auch nicht gewachsen. Also Trockenheit ist nicht gut für Kiwi. Jetzt kommen wir mal zu den Blüten der Mini-Kiwis. Die sind ja zweihäusig, das bedeutet Männchen und Weibchen. Zwei verschiedene Pflanzen werden benötigt, um Früchte hervorzubringen. Hier haben wir jetzt die männlichen Blüten. Da kann man sehen, die haben nur Staubgefäße mit Blütenstaub. In der Mitte ist kein Griffel, kein Fruchtknoten, keine Narbe, nur die Staubgefäße sind zu sehen. Ich zeige euch jetzt mal die weibliche Blüte. Bei den weiblichen Blüten, da kann man schon ganz klar erkennen, dass da ein Fruchtknoten ist. Da kann man sich schon vorstellen, seht ihr da in der Mitte, das Grün an der Blüte, das sieht da schon aus wie so eine Mini-Kiwi, ne? Also man kann das schon deutlich erkennen. Könnt ihr nochmal zurückspulen und euch nochmal die männliche Blüte angucken. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also in der Mitte, da erkennt man schon so eine kleine Mini-Kiwi. Hier ist nochmal eine männliche Mini-Kiwi, der befruchtet nur Anfang Juni und sonst macht er nichts. Also wie bei den Menschen auch. Hier habe ich nochmal die Sorte Isai oder Isai, Isai? Keine Ahnung. Ja, die gibt es auch in jedem Baumarkt. Die soll ja Selbstfruchten sein. Ja, die setzt auch parthenokarpe Früchte an. Also es bilden sich Früchte ohne Befruchtung, aber die sind halt minderwertig und klein und schrumpelig. Ich habe da schon im ersten Jahr Früchte gehabt. Aber wie gesagt, die sind nicht so, wie wenn sie befruchtet sind, dann werden die einfach größer. Und die Isai, die kann auch andere Weibchen nicht befruchten. Man braucht dann definitiv ein Männchen. Jetzt zeige ich euch nochmal den Ausblick aus meiner Hütte. Die ist ja völlig zugewachsen. Da lachen mich die Tomaten an, wenn ich aus dem Fenster gucke. An jedem Fenster sind die Tomaten. Gucken wir nochmal hier drüben. Auch Tomaten. Überall hängen Tomaten. Das ist richtig dunkel hier in der Hütte. Da auch Tomaten. Ja, und hier vor der Tür, da hängen mir noch die Brombeeren vor der Nase. Ja Leute, probiert es doch einfach mal mit den Mini-Kiwi. Eigentlich ist es gar nicht schwer. Ihr könnt mich abonnieren. Ich werde euch weiter berichten, wie das hier so abläuft im Garten mit den Kiwis. Bald ist die Erntezeit, Ende September, Anfang Oktober. Also bis dahin. Ciao.